Hier unten drin gibt's den. In der Halle der Toten. Die Katakomben. Hier gibt's höchstwahrscheinlich Trauge drin. Ja, man hört sie schon, nur das Skelette. Echt? Hier drin? Wow. Cool. Auch auf Legendär sind die keine große Gefahr. Warum habe ich jetzt auf Legendär gestellt? Ganz einfach, weil ich habe meine Rüstung jetzt echt gut hochgepowert. Durch diese Rüstung und alles Mögliche. Deswegen denke ich, jetzt ist es an der Zeit, den Schwierigkeitsgrad anzupassen, weil es ja weiterhin spannend bleiben soll. Ich würde ungern einen neuen Charakter anfangen, weil das ist halt... Ja, einen neuen Charakter anfangen ist irgendwie blöd. Gibt es hier zwei Monde in Skyrim? Wow. Das ist jetzt zum ersten Mal bemerke. Krass. Habe ich echt nicht genug Seelensteine dabei, schwarze? Anscheinend dürfen die nicht gefüllt sein, die Seelensteine. Ich glaube, das ist das Problem. Ich denke mal, das wird auch das Problem sein. Gut. Was haben wir noch für tolle Quests? Nee, die ist blöd. Das wäre auf jeden Fall... Ich glaube, so bekommen wir auch eine Drachenpriestermaske. Da bin ich mir relativ sicher bei. Außerdem habe ich noch gehört, dass es hier Werwölfe gibt. In Solstheim, die wir noch töten können, nämlich wilde Werwölfe. Kapitän Gjallum kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Mart. Und da, wenn die Sonne gerade ziemlich auf den Sack geht, machen wir etwas, was wir seit langem nicht mehr gemacht haben, was immer wieder cool ist. Kaboom! Ah, ist das schön. Vorsichtig! So, wo entwurm machen wir den spuckenden Netz? Danke. Ich arbeite vor. Ja, kein Problem. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihnen. Ich meine, ihr allen helfen kann mit den Minen. Ach ja, mein doch. Warum sich die Dunmen nicht immer unter der Erde bauen müssen? Hier ist so ein billiges Haus und unter der Erde ist alles dann überall. Ja gut, warte. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Und was ist mit Gerüchten? Nichts Neues in letzter Zeit. Aber nichts Neues in letzter Zeit. Aber meldet euch ruhig wieder bei mir. Man kann nie wissen. Okay, keine Gerüchte. Dann würde ich sagen, erstmal die Werwölfe ausmerzen. Dürfte nicht eine Quest unter Verschiedenes sein. Nee, komisch. Ja gut, dann vielleicht erstmal die Quest hier. Verlorenes Erbe. Würde ich sagen, mach mal die. Tierstein, was gibt das denn für einen schönen Segen? Der sieht aber noch ziemlich heruntergekommen aus, der Tierstein. Ich kann einen Werbär beschwören. Cool. Den Werbären. Dass es sowas gibt. Ach, da ist wieder der Vulkan. Was war denn hier, Moment? Ach so, eine Schneebären. Ich dachte schon. Ich dachte schon, es gäbe was Cooles. Hier treffen wir jetzt doch unseren Kollegen, der schon auf uns wartet, oder?
Es gibt wieder eine schöne Quest in Begleitung. Hi. Bemerkenswert, nicht wahr? Dieses Grabmal war seit, wer weiß wie lange, versteckt. Seit vielen Jahrhunderten, denke ich. So, was bei uns liegen einige verschlossen. Ich habe mich umgesehen. Und das einzig Interessante ist diese Inschrift hier. Sowie ein sich darunter befindlicher Schalter. Ich weiß nicht, ob ihr die Drachensprache lesen könnt, aber das hier scheint eine Art Rätsel zu sein. Ein Opfer wird euch dem, was ihr sucht, einen Schritt näher bringen. Was das wohl bedeuten mag. Passt auf, wo ihr hintretet. Hier scheinen einige Leichname auf dem Boden zu liegen. Ich weiß, was wir machen müssen. Der wird jetzt da in die Mitte gehen. Und wenn er da steht, lassen wir ihn runter. Feuergrube wohl etwas mit dem Rätsel zu tun hat. Wir müssen ihn echt opfern. Ich sehe mich nach nützlichen Hinweisen um. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Hey, du sollst da drauf gehen. Wer weiß, welche Gefahren uns an diesem Ort erwarten. Vielleicht muss etwas in das Feuer gelegt werden. Ja, du könntest mal echt hier drauf gehen. Ich habe keinen Bock, da hier dazu opfern. Oder vielleicht den Drauge? Dieses Grabmal ist bemerkenswert gut erhalten. Das Glück ist uns wirklich heute. Gut, gut. Gehen wir weiter. Stellt sich jetzt mal da drauf. Ich gucke mal, ob es jetzt vielleicht so geht. Was haben wir denn hier Tolles? Links oder rechts? Ich würde ja sagen links. Links gefällt mir momentan etwas mehr. Haben wir diese nervigen Geräusche. Was haben wir hier denn? Ach, nur eine Eisentür. Kein Gebietsübergang. Ich habe echt keinen Bock auf Drauge, weil die nerven momentan nur noch. Also wie viel Schaden macht denn so ein Todesfürst mit dem Schlag? Okay, einiges, aber jetzt nicht. Nicht so, dass ich würde sagen, legendär ist jetzt zu krass. Ganz nett eigentlich, die Moves hier. Aber ich glaube ja, das war's jetzt doch schon hier. Stirb. Was hast du gesagt? Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Was du nicht sagst. Das hier ein schwarzes Buch? Ach nee, noch eine Schrifttafel. Außer dieser Inschrift scheint hier nichts Besonderes zu finden zu sein. Mal sehen, was die Inschrift besagt. Alle Menschen müssen sterben, oft durch ihre eigenen Mittel und Wege. Hört sich ziemlich finster an, wenn ihr mich fragt. Die Inschrift bezieht sich sicher auf diese Säulen. Genau, wirft das Schwert runter. Drei Säulen um eine Säule in der Mitte gruppiert. Vielleicht sind sie irgendwie verbunden. Oben befinden sich noch leuchtende Steine. Sie ähneln Zeichnungen von Objekten, die sich Drucksteine nennen. Mal sehen, was ihr herausfindet. Ich werde diese Säulen weiter untersuchen. Vielleicht habe ich ja etwas übersehen. Ich hätte eine Idee. Stab der Flammen. So, dann müssen wir hier einmal gegenschießen. Zwar mit dem Nordbogen, würde ich sagen. Oder können wir uns einen Bogen aussuchen? Hier lassen wir den Nordbogen. Und hier mit dem Nordschwert gegenhauen. Ist jetzt nicht das schwierigste Rätsel. Wenn ich mal die Sachen finden würde.
Kann ich versuch's mal mit dem Dolch hier. Na also, mal sehen, welche Geheimnisse uns im nächsten Raum erwarten. Den geht also auch so. Oh, ein Drachenpriesterwort. Ach, ich will gar keine Seelen haben. Super. Genau während der Zwischensequenz stehe ich auch wieder auf. Ich glaube, das Spiel backt gerade rum. Weil ich während der Zwischensequenz hier fußrodat wurde. Ah, jetzt habe ich es wieder gefixt. Schön. Ach nee. Dich sollte ich gar nicht angreifen, würde ich sagen. Ich würde sagen, nehmen wir den hier. Alter, mache ich wenig Schaden bei denen. So, ich würde sagen, fahren wir uns wieder zurück. Alter, kriege ich Schaden. Alter, kriege ich Schaden. Ich hatte nicht mal genug Zeit, mich zurückzuverwandeln, aber Vampir. Wir sind wieder da, wo wir schon mal waren. An dem Punkt, wo Vampir wieder zu schwach ist. Wenigstens folgt uns jetzt die Kamera. Ja, wo bin ich? So, wunderbar. Der ging auch. Oh, Amethystklaue. Cool. Ach, wir müssen beide Wege gehen. Ich verstehe schon. Vielleicht finden wir auch zwei Wörter. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir zwei Wörter finden würden. Kampfeswut. Habe ich den Schrei schon? Okay, cool, hört sich interessant an. Sehen wir uns diese Runen mal genauer an. Diese Runen sind wenig verblasst, aber ich sollte die Inschrift übersetzen können. Die Inschrift beschreibt einen Wächter, der einen gewissen Mira-Arg besiegt hat. Wenn ich das richtig verstehe, steht hier sogar, dass Mira-Arg ein Verräter war. Höchst interessant. Wahrscheinlich gelangt man durch einen dieser Sarkophage hinaus. Wir sollten weitergehen. Ja gut, ich würde sagen hier, ne? Der sieht doch aus, dass wir nach außen gelangen. Der typische Geheimweg, oh, was war da? Ach so, eine Fackel. Cool. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt hier in Skyrim, dass sie programmiert wurden. Ah, hier geht's auf. Ja, jetzt müssen wir den an... Boah, ich dachte schon, ich wäre hier runtergefallen. Ich speichere kurz ab. Jetzt müssen wir den anderen Weg gehen. Hoffentlich lernen wir noch ein Wort. Ich wäre echt cool, würde es echt cool finden, wenn wir noch ein Wort lernen würden. Und hoffentlich geht das jetzt auch schneller voran. Ach, noch ein Rätsel, na wunderbar. Was sagt denn das Ding hier dieses Mal? Könntest du mal kommen, Opa? Ich brauche dich. Ist hier wieder ein Schalter drunter? Ich mache wieder Kerzenschein an. So bringt es nicht viel. Ja, der trägt den Elfenbogen, was eigentlich gar nicht schlecht ist, weil Elfenbogen sind die besten Bögen, soweit ich weiß, weil die ungefähr 60% schneller schießen als die dänischen Bögen zum Beispiel. Die machen zwar weniger Schaden, aber schießen davon einige schneller. Perfekt, der Opa ist auch mal langsam da. So, und was sagst du jetzt zu dieser Schrifttafel? Muss mal kurz helfen. Ich gehe davon aus, dass es hier ein weiteres Rätsel
Geht weiter dem Pfad entlang und schreitet nicht dort, wo ihr schon wart. Interessant. Nur noch fünf. Offen. Und? Richtig, die Tore haben sich geöffnet. Wow, war das jetzt schwierig. Cooler Move auf jeden Fall, gefällt mir. Genau wie der. Verdammt! Nichts da? Ah, okay. Ich dachte mir, dass der jetzt so ein Ding loslassen wird. Ah, eine schöne Drehung, um den Fürst abzufertigen. Und da haben wir beide Hälften. Schön. Kampfsmut oder was gibt es hier? Ja. Ja, und was sagt die? Hallo, was sagt die Wand? Nein, wieder egal, was die Wand sagt. Anscheinend ist er jetzt hier irgendwie an einem Event gefesselt. Puh. Wir haben, was wir brauchen. Wir gehen jetzt einfach zurück, setzen die beiden Clowns zusammen. Und ich schätze, dann können wir noch das letzte... Oh Mann, da ist ja auch noch eine Ansprache für gebraucht. Das ist blöd natürlich, aber was soll's. So, hier meinte ich es. Ich speichere kurz, gucke mal, was sich ändert, wenn ich hier drücke. Wow, ein richtig schwieriges Rätsel. Dafür brauchte ich nicht mal den Rätseltext lesen. Ach, da kommen wir bestimmt wieder später raus. Nochmal das gleiche. Ach ja. Ich hätte es einfach nur schneller dieses Mal. Wow, sehr interessant. Hier das gleiche nochmal. Es wird ja langweilig langsam. Wenn man so echt langsam und lahm vorankommt. Warten da unten Gegner auf uns. Da unten scheinen echt Gegner auf uns zu warten. Hier ist wieder babababam. Und ein Weg öffnet sich. Was für eine Überraschung. Der wird auch wieder verriegelt sein von der anderen Seite. Okay, jetzt geht's schneller. Und ich hab's geschafft. Schön, wir sind gar nicht runtergefallen dabei. Oh, brauchen wir noch eine Klaue oder die gleiche nochmal? Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Klaue jetzt zusammengesetzt wurde. Oh, wie viele Seelenschilder dabei. Wahrscheinlich machen die uns so schwer. Amethystklaue. Okay, wir haben das, glaube ich, zusammengesetzt, oder? Ach so, okay. Hä? Ich kann hier drauf auch nicht viel erkennen. Ich
Vielleicht mal einen anderen Weg, das zu lösen? Nee, es scheint echt... Irgendwie kann ich ihn nicht... Da ist nichts drauf für den Clown. Ich muss doch jetzt nicht etwa ausprobieren, oder? Vielleicht kann uns der andere noch mal helfen. Der Typ, der jetzt kommt, hoffentlich. Ich warte eine Stunde hier einfach. Moment. Ich warte hier eine Stunde, wenn dann müsste er nicht da sein. Okay. Der Typ scheint auf jeden Fall nicht der schnellste zu sein. Dann müssen wir es so machen. Ich weiß, das ist jetzt echt nervig. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier raten müssen, oder? Wo bleibt denn der Typ? Und was macht Ayla da schon wieder? Ich gehe mal zurück. Der dürfte jetzt... Das kann doch nicht so sein, dass wir jetzt hier am Arsch sind. Bis sie ausprobieren müssen, wie wild. Ne, bevor ich jetzt da echt alle Kombinationen ausprobiere, hole ich den Typ lieber ab, wo immer der auch ist. Ist der immer noch bei diesem komischen Event gefangen? Ich denke ja schon. Vielleicht, wenn ich die Ruine verlasse und wieder reingehe. Dann könnte er eventuell zurückgesetzt werden. Oder wenn ich ihn einmal fußrodar. Natürlich auch helfen. Ich finde die Rüstung echt hässlich. So, ich wette, am Ende wartet auch ein Drachenpriester auf uns, hinter dieser Tür. Da warten nämlich immer welche, oder? Zumindest größere Gegner warten da mal. Ein Drachenpriester auf Legendär haben wir auch noch nicht bekämpft. Mal sehen, ob das dieses Mal eine Herausforderung wird. Okay, dann müssen wir mal hier wieder lang. Nee, Kerzen habe ich leider gerade nicht dabei. Veränderung hoch zu skillen ist echt schwierig. So, das hier haben wir schon gemacht. Aber hier ist er auch nicht mehr, ne? Alter, wo ist der hin? Der ist verschwunden, der Typ, der ist weg. Ja, der ist tatsächlich weg. Na super, wie geht's jetzt weiter? Also, das ist ja klar, wie das funktioniert. Nee, alles von der anderen Seite verriegelt. Es scheint auch eine größere Hülle zu sein, weil die auf die Türen... Anscheinend können wir nochmal auf die andere Seite der Tür irgendwann mal. Jetzt sag nicht, jetzt wartet der Typ hier. Scheinbar kann man diese Ringe bewegen. Vielleicht gibt es ja genug unbeschädigte Teile dieser Inschrift, um die Kombination herauszufinden. In solchen Momenten wird die Geschichte für... Ah ja, hier ist etwas. Nummer 1 scheint mit einer Brise zu tun zu haben. Oder vielleicht auch mit Wind. Nummer 2 erwähnt den Nachthimmel und den Mond. Und Nummer 3 hat etwas mit Feuer zu tun. Außerdem scheint vom Schuppen die Rede zu sein. Mehr finde ich anhand dieser Inschrift nicht heraus. Ich werde mir die üben. Na also, ich habe keinen Augenblick an euch gezweifelt. Mal sehen, wie es geht. Okay, anscheinend haben wir es jetzt herausgefunden, wie es funktioniert. Also, wir brauchten ihn doch, dachte ich mir schon. Sonst wird es ihm auf der Klaue drauf. Hier war es dann was anderes. Erstmal speichern. Das wird wahrscheinlich wieder so ein... What? Sagen wir schwimmen mal, oder? Oh, ein Drachenpriester. Was eine Überraschung.
Hoffentlich nicht der Feuerpriester. Es scheint der Feuerpriester zu sein. Gut, darauf muss ich mich vorbereiten. Was hat nochmal mein Schild drauf? Ich brauche erstmal... Moment, Bekleidung. Entflammbarkeit habe ich schon. Verdammt, gut, das Schild. Ach, stimmt. Moment. Ich benutze noch Auriels Schild. Gut, dann brauche ich erstmal einen Trank. Nee, Tränke sind hier. Nämlich einmal Feuerresistenz und einmal den Vampirtrank. Den Trank des Blutes. Außerdem vergifte ich noch mal meinen Dolch. Sieht bei mir das Gift tropft? Nee, weil man sieht, wie er jetzt verzaubert ist. Okay. So, jetzt schnell hier aufmachen. Vielleicht bekomme ich ihn auch irgendwie tot. Wenn ich vielleicht es schaffe, irgendwie den Sachen hier auszuweichen. Okay, anscheinend macht er nicht so viel Schaden. Komm, lass mich durch hier. Deswegen mache ich diese Drachenpriester nicht, weil die nicht stehen bleiben. Gleich haben wir ihn. Wunderbar. Ich glaube, wir haben es geschafft. Und was hat denn der so dabei? Lol, der hat keine Maske dabei? Das gibt's doch nicht. Lasst mich diese Runen einen Augenblick untersuchen. Hier wird erneut der Wächter erwähnt. Ich kann nur annehmen, dass wir uns gerade im Grabmal des Wächters. Okay, was du nicht sagst. Ich werde erstmal wieder den Schreier aufpeppen. Wir haben anscheinend gerade drei Schreier auf einmal gefunden. Hier steht, dass er loyal war. Und seine Belohnung war ein ehrbarer Tod. Wie faszinierend. Na toll, und das war's jetzt? Der gibt nicht mal eine Drachenpriestermaske? Ja, scheint ja auch kein Drachenpriester zu sein, ne? Ist ja nur so ein Gefängniswärter, Wächter. Unglaublich. Ein echter Drachenpriester. In all meinen Jahren als Historiker hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas sehen würde. Ich nehme der hat nicht mal eine Maske. Offenbar hat er sich diesen Ort hier bauen lassen, damit er seine Wacht auch nach dem Tod fortsetzen konnte. Ja, er muss eine wichtige Person gewesen sein. In der Tat. Ich wusste, dass die Drachenpriester als mächtige und willensstarke Männer galten. Aber so etwas habe ich nicht erwartet. Nun, ich denke, dass ich alles gesehen habe, weswegen ich gekommen bin. Und ihr habt euren Teil getan. Ich habe euch Bezahlung versprochen. Hier habt ihr sie. Ich werde diese Wortmauer noch ein wenig genauer untersuchen. Das wird ein großartiges Buch. Hier wird Geschichte wirklich lebendig, oder? Ich werde mich wieder irgendwie schon. Gibt's hier was im Wasser? Nee, ich glaube nicht. Ja, aber jeder stirbt hier meinetwegen, kann mir egal sein. Hat der eine Maske auf? Ich glaube, der hat auch keine Maske auf, ne? Komisch. Also anscheinend ein richtiger Drachenpriester scheint das ja nicht gewesen, sondern hat er eine Maske. Oh, geht's hier raus? Nee, schade, hier nicht. Aber wo geht's jetzt raus? Muss ich ja den ganzen Weg zurück? Und warum macht Kerzenschein nicht alles so hell, wie es sein soll? Nee, ich denke, wir sind jetzt hier am Ende und hier gibt's auch keine Geheimtür. Okay, wieder zurück. Kommando zurück. Ja, meinetwegen kann der da bleiben und versauern. Ich bin ja weg. Und mache in der Zeit mal andere wichtige Sachen, die man so als Drachenblut macht.
Ich frag mich bis jetzt nur, was hinter diesen Türen ist. Das wissen wir auch noch nicht, was in diesen Türen wirklich sein soll. Gibt's überhaupt was? Kann überhaupt was sein? Ein Moment. Ich weiß, es ist Cheating. Ich möchte aber nur wissen, ob es was hintergibt, weil sonst wurmt mich das. HCL, VLC. Nee, was halt nochmal? CLV? CVL? Was war das nochmal? Na, egal. Habe ich jetzt nicht mal im Kopf, weil es gibt ja diesen Clipping-Cheat, wo man nicht mehr durch Wände durchgehen kann und fliegen kann, also sozusagen als Geist. Werden wir wohl nie erfahren, was hierhinter wohl sein soll. Oh, wie lang ist denn diese Ruine? Mir kam sie nicht so lang vor. Na, endlich, wir sind wieder zurück. Ich werde mich mal dann informieren, wo es die nächsten Drachenpriestermassen gibt und die alten wieder cheaten. Ach Gott, das wird noch scheiße. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen noch mal zu diesem Haus da, was mich jetzt gerade so ein bisschen anguckt auf der Karte. Oh, es ist sogar eine Villa, oder was ist das hier? Metalle. Wow, cool. Was? Wow, im Moment habe ich mich echt erschreckt. Okay, die sind gar nicht feindlich. Ihr stark, ihr helft Stamm. Warum habt ihr jetzt Feuer, überfallen? Feuer, kalter, duserlich, Trunk, glücklicher Stamm. Okay, wer seid ihr? Ihr stark, helft Stamm. Wie habt ihr zu sprechen Häuptling gelernt? Klug, Meister Rieglinge, dumm, aber Häuptling klug. Wir Familie, wir stark, ihr stärker. Und ihr wollt meine Hilfe? Ihr Schlamm, rennt, Preistier, rennt. Stamm hereingelegt, verscheucht. Tierschlamm, Angst. Er bringt, er folgt euch. Ja. Kielschlamm ist also eine Art Tier und ihr wollt ihn zurück? Kielschlamm, Preistier, ihr findet, er folgt. Kielschlamm, liebt Fleisch, gebt Fleisch, er folgt, ihr geht. Wo Tier, sehe euch, sehe nicht. Kielschlamm, los, los. Ja, gut, dann holen wir mal Kielschlamm. Ich glaube, die haben das Ding überfallen und haben sie jetzt hier eingenistet. Und saufen jetzt den ganzen Met leer. Wie cool ist denn das? Ja, gut, das Quest machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oder wobei, so weit ist das gar nicht. Das ist ja direkt hier in der Ecke, ne? Ja, dann machen wir das doch mal. Kielschlamm, was ist denn das? Das könnte so ein Eber sein, ne? Weil die reiten ja auch solchen Viecher manchmal. Ah ja, das scheint er zu sein. Na komm, Bursche, ich habe auch was Leckeres. Hier nehmen wir Hockerfleisch. Und, kommst mit? Ah, der kommt sogar. Schön. Weiß nicht, was es da für eine Belohnung für gibt. Vielleicht ja einen coolen Riegling-Gegenstand. Einen einzigartigen, den wir gar nicht haben können sonst. Was wieder unsere schöne Preishalle reinkommen könnte. Na, komm her. Ach, wir müssen ihn hier draußen hinbringen. Ach, genau, hier in seinen kleinen Schuppen. Und, kommst du?
Kielschlamm heißt der. So, der ist wieder da. Ich mag den Häuptling. Andere Riechling, dumm. Häuptling, klug. Ja, das hatte doch was. Kielschlamm folgt euch. Kielschlamm erkennt Stärke. Stamm stärker. Ihr bleibt, helft mir. Soll ich noch etwas tun? Vermisst Rotgras. Brauchen für Göttersprechtanz. Ihr bringt Rotgras. Wir tanzen. Was ist dieser Rotgras? Wie das geht, bringt zwei Hände. Rotgras, sein Freund von Stamm. Muwafato. Muwafato. Hey, aufpassen. Okay, wir müssen Sulpur für die finden. Das machen wir aber nicht jetzt. Weil das wird wahrscheinlich wieder etwas dauern, bis wir das komplett haben. Supuli. Wird das hier angezeigt, wo es das gibt? Wir haben anscheinend noch nicht 10 dabei, sonst, Schneebären? Ja gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Wie gesagt, wenn euch irgendwas einfällt, was ihr gerne schreiben würdet, wie dieser Eber hier oben zum Beispiel steht, dann schreibt es in die Kommentare und wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Daumen hoch oder runter geben. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ciao Leute, wir sehen uns. Bis dann.